Drei einfache Wege, wie du online nebenbei Geld verdienen kannst. Na, ist es klar, wir alle haben sehr wenig Zeit und möchten deswegen nebenbei, sei es vor oder nach der Arbeit, Geld verdienen. Schon allein auch aus diesem Aspekt, weil alles steigt, alles teurer wird, möchten wir deswegen auch unser Einkommen etwas verbessern. Und mit diesen drei einfachen Methoden kann das wirklich jeder nachmachen und so sich sein Einkommen deutlich verbessern. Also ich würde sagen, wir steigen mal direkt ein. Hi, Servus, der Eugen von Income Butler hier. Und wenn du dich für smartes Investieren und Geld verdienen im Internet interessierst, sollst du auf jeden Fall diesen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Denn dann gibt es dreimal pro Woche wunderbare, tolle Videos zum Thema smartes Investieren und online Geld verdienen. Also lass uns mal direkt einsteigen. Die erste Methode ist hier casadoe.com. Hier kannst du teilnehmen, es ist freiwillig, es ist immer kostenlos, du musst also nicht wirklich viel tun, sondern du musst hier, kannst einen Online-Fragebogen ausfüllen und du bekommst, je nach Fragebogen, steht auch vorhin dabei, zwischen 70 Cent und 3 Euro pro Online-Fragebogen. Dauer ist auch unterschiedlich, die Vergütung ist auch deswegen auch immer unterschiedlich, je länger man verbraucht, desto mehr Geld gibt es. Natürlich gibt es auch eine andere Möglichkeit, und zwar Video-Interviews anzuschauen. Ja, gibt es 5 bis 50 Euro. Das kannst du dann durchführen, kannst Interviews anschauen, Video-Interviews anschauen, durchführen und bekommst dann entsprechend auch je nach Länge hier zwischen 5 bis 50 Euro. Ja, und du kannst jedes Mal hier auch den hier Support anschreiben und kannst auch hier eine Frage-Antwort-Liste gibt es hier und du kannst dich da entsprechend entlanghangeln. Was du machen musst, ist ganz einfach. Du gehst hier auf Start praktisch mitmachen und sagst du, aus welchem Land du hier teilnehmen möchtest, Deutschland, Österreich, Schweiz, UK oder Australien. Und wählst zum Beispiel jetzt aus hier Deutschland und sagst, okay, jetzt mitmachen, dann kannst du dich hier registrieren, ja, und dann kannst du einfach angeben, was du bist, männlich, weiblich, dein E-Mail, Passwort, Geburtsdatum und natürlich die Postleitzahl, damit entsprechend hier die Umfragen etc. auch für dich da erscheinen. Dann machst du hier ein Häkchen rein, sagst registrieren, bestätigst die E-Mail-Adresse, ganz wichtig. Und schon wirst du immer, kannst du dich hier anmelden oder einloggen und dann entsprechend auch gleich mal loslegen und starten. Ja, jetzt auf diese Frage antworten, die vielleicht für dich auch interessant sind. Und ja, du siehst auch hier, wie der Prozess abläuft, wenn es registriert ist. Und die Auszahlung erfolgt dann via PayPal. Also deswegen brauchst du auf jeden Fall auch hier deine PayPal-Adresse. Ja, und ab 10 Euro wird das Ganze dann entsprechend auch ausbezahlt. Ja. Also das ist auf jeden Fall für dich super, super cool. Und je nach Situation, wie du siehst, bekommst du zwischen Mutter bist oder Vater oder sonst irgendwas, in welchem Bereich tätig bist, bekommst du entsprechend auch ja, diese Umfragen auch zugeteilt. Ja? Also das kennst du vielleicht von anderen Plattformen auch und du siehst auch, hier sind wirklich viele Fragen einfach beantwortet, kannst entsprechend dann auch durchgehen. Die zweite Plattform ist Mach du das. Mach du das ist eine spannende Plattform und zwar gibt es hier verschiedene Jobs, die du finden kannst. Du kannst hier einfach auf Jobs finden gehen und dann wirst du weitergeleitet und schon kannst du hier verschiedene Jobs finden. Natürlich musst du dich irgendwie registrieren oder einloggen, ja, und dann siehst du auch hier Jobs im Haushalt, gibt es verschiedene Sachen, da gibt es die neuesten Jobs, Jobs ohne Bewerbung, gibt es Heimarbeit und natürlich auch hier Chatmoderation, so Kategorien, wo du einfach reingehen kannst. Ja, zum Beispiel hier gibt es Chatmoderation oder Lektorat, Social Media, Texterstellung gibt es natürlich auch, ja, da habe ich ein Video erstellt, wie du hier entsprechend auch finden kannst, wie du eben mit Texte tippen, Wörter tippen, Geld verdienen kannst, kannst natürlich auch hier entsprechend auch annehmen, oder Übersetzung, Vertrieb, Werbung schalten, Webdesign, also kannst auf jeden Fall dich hier überall anmelden, zum Beispiel hier eine Vermietungswebseite kann man sich hier anschauen, okay, hier sieht man, es sind 22 Besucher schon, es ist noch bis dahin offen, es ist ein Pauschalbetrag, wie ist der bewertet überhaupt und jetzt siehst du auch hier, was ist hier überhaupt alles notwendig, ja, wenn das Ganze für dich passt, kannst du sagen, okay, jetzt bewerbe ich für den Job. Du kannst dich dann für ein paar Jobs bewerben, natürlich kannst du nicht unendlich viel bewerben, um auch so sagen, sondern kannst dich dann hauptsächlich für ein paar Jobs bewerben. So, jetzt ist da irgendwo was hingegangen, genau, du kannst dich für ein paar Jobs bewerben. Ansonsten müsstest du eventuell ein kleines Paket erwerben von 10 Euro, gleich im Monat kostet das, was wirklich nicht tragisch ist. Und dann kannst du dich auch für mehrere Jobs bewerben. Ja? Also von daher kannst du dich auch selber einen Job veröffentlichen, wenn du möchtest. Aber in dem Fall wollen wir ja Geld verdienen, also gibt es hier Jobs finden. Genau, so und dann kannst du dich auf jeden Fall hier auf die verschiedenen Jobs dann auch bewerben.
Die nächste Möglichkeit ist ziemlich, ziemlich cool, und zwar Fiverr. Fiverr kannst du hier alles Mögliche machen, zum Beispiel hier Texte erstellen, ja, oder Text, create a Text oder so. Kannst du irgendwas eingeben, was dir Spaß macht. Ja, du kannst natürlich auch Thumbnail, also YouTube Thumbnail eingeben. Dann siehst du auch hier, kann man verschiedene Thumbnails erstellen oder werden angeboten. Dann siehst du ganz verschiedene Preise. Also kannst auch hier entsprechend dein Profil erstellen und mit diesem Profil dann auch entsprechend so einen Gig. Ja, das ist ziemlich einfach. Du gehst einfach mal hierher und schaust mal, wie das Ganze aus. Okay, super cool. Sie macht tolle Thumbnails. Jetzt können wir schauen, ob das Ganze auch für dich interessant wäre. Ja, und siehst, wie sie hier auch arbeitet. Da siehst du, hier gibt es 12 Thumbnails für 50 Euro zum Beispiel. Ja, in 3 Tagen, 72 Stunden. Und ja, da siehst du eben, was alles dabei ist, wie das Ganze aussieht. Und das kannst du entsprechend auch hier entsprechend auch anpassen für dich. Du kannst also eine passende Sache für dich finden, auch in den Nischen, wo du drin bist, und da einen Teil übernehmen und das entsprechend dann auch nochmal für dich anpassen. Jetzt habe ich noch eine Sache vergessen hier zu diesen Mach du das. Ich kann dir sehr gerne einen Text, kannst du gerne einen Text haben, Textvorlage. Wenn du am Ende des Videos erfährst du auch, wie du so eine Textvorlage bekommst, um da entsprechend dich am besten zu bewerben. Natürlich musst du hier auch anpassen das Ganze. Je nach Job kann es ein bisschen anders sein, musst ein paar Sachen ändern. Aber du kannst diese Vorlage verwenden, um dann vielleicht einfacher an so einen Job zu kommen. Genau, das wollte ich mal kurz näher bringen. Aber ansonsten kannst du hier diese Thumbnails erstellen lassen. Du kannst auch Logo-Design machen, ja, Logo-Design. Und du siehst auch verschiedene Logo-Anbieter hier, wie sie das Ganze machen. Und kannst entsprechend ein Logo erstellen. Das Geniale ist, du kannst hier alles mit einer einzigen, richtig genialen App machen. Und diese App, die verlinke ich dir auch natürlich, die zeige ich dir jetzt auch jetzt. Und zwar ist es Canva. Da gibst du jetzt hier zum Beispiel ein Logo ein und sagst, okay, hier sind verschiedene Vorlagen, mach mal alle Anzeigen. Und dann siehst du verschiedene Logos, die du verwenden kannst. So, jetzt ist zum Beispiel irgendein Logo aus irgendeinem verschiedenen Bereich da und du kannst einfach hier ein Logo auswählen, was vielleicht interessant ist, und dieses Logo dann entsprechend verwenden. Natürlich musst du anpassen, ja, nehmen wir mal zum Beispiel, keine Ahnung, nehmen wir das hier zum Beispiel, ist ja egal. So, dann hast du dieses Logo als Beispiel und kannst dann hier zum Beispiel anpassen, ja, dann kannst du hier Max Muster Frau eingeben, ja, und dann hier, keine Ahnung, irgendwas noch, Schönheit für die Ewigkeit oder ewig schön. Je nachdem, was der Kunde eben haben möchte, kannst du das erstellen. Natürlich geht das Ganze auch Englisch, ja. Just Beauty. Perlung, ja. Kannst alles ändern und kannst auch das hier auch anpassen. Sagst, hey, Elemente, und sagst dann zum Beispiel hier Beauty. Ja, jetzt habe ich natürlich verschrieben, Beauty. So, dann bekommst du verschiedene Sachen hier. Kannst du Grafiken, kannst Fotos anzeigen lassen, kannst alles anzeigen lassen. Und kannst dann entsprechend dann auch anpassen. Zum Beispiel tun wir die Rose jetzt hier weg und machen dann zum Beispiel so ein Gesicht hin. Ja? Wie gesagt, das muss dann passen, da musst du eben ein grafisches Auge dafür haben. Als Beispiel, das kann man natürlich auch was anderes machen. Du kannst auch hier bei Fiverr nicht nur Logos machen, da kannst du auch andere Sachen machen. Du kannst Thumbnails erstellen, auch damit geht es wunderbar, indem du einfach sagst, okay, pass auf, ich möchte einfach Thumbnails erstellen. Ja? Dann gehst du hierher und sagst, okay, YouTube Thumbnail. Und schon bekommst hier auch eine Vorlage. Also ich habe es auf Deutsch irgendwie umgestellt, deswegen muss man hier auch Miniatur eingeben. Ja, Miniatur. Und auch hier bekommst du verschiedene Vorlagen, die du auch nutzen kannst. So, jetzt sind hier verschiedene Vorlagen, die man einfach nutzen kann. Und das Design kannst du dann eigentlich immer für dich übernehmen, wenn du möchtest. Und das auch an deinen Kunden abliefern. Ja, mit diesen verschiedenen Vorlagen kannst du das auch an deinen Kunden easy peasy liefern. Du musst einfach nur ein paar Sachen austauschen. Vielleicht noch ein paar Sachen anpassen. Und das Gute ist, du kannst hier bei Fiverr, nehmen wir einfach irgendeins, ich nehme einfach mal das hier zum Beispiel, das Thumbnail, so erstelle ich meine Thumbnails auch, hier auch über
Canva und du kannst hier sagen, hey, ich hätte gerne ein Foto, ja, das nehmen wir mal Beauty, wie noch einmal von mir, so wir vorher das Thema hatten, und kannst das Thema einfach hier zack reinziehen und schon hast du ein anderes Bild. So, jetzt kann ich es da so reinziehen, dann habe ich es sogar hier drin. Also von daher richtig cool gemacht, ja, du kannst natürlich das ganze Bild kannst einen Hintergrund setzen, kannst auch da reinsetzen, wo es halt so Elemente gibt, ja, du kannst auch hier runtersetzen, es gibt verschiedene Elemente, die du einfach verwenden kannst und die kannst du durch das neue Bild dann auch ersetzen, wenn du möchtest, von daher, das ist ziemlich cool mit Canva, findest du auch unten in der Videobeschreibung. Und jetzt natürlich noch die Auflösung, wie findest du die Vorlage, die Textvorlage, was ich gesagt habe, ganz einfach, du gehst hier auf ein Video, auf dieses Video klickst du drauf, ich gehe mal beispielsweise auf dieses Video. Und dann musst du einfach auf den ersten Kommentar, den ich angepinkt habe, hier auf Mehr Anzeigen klicken und schon siehst du dann ganz unten den Link, wo du das Ganze bekommst, ohne irgendwas E-Mail-Adresse einzugeben, sonstiges, sondern wirklich ganz normal diese Liste runterladen kannst. Genau. Also, das sind diese drei Möglichkeiten, wie du ziemlich, ziemlich einfach Geld verdienen kannst. Natürlich gibt es noch einige weitere und eine weitere Möglichkeit ist diese im nächsten Video, wie du damit auch ordentlich Geld verdienen kannst, ohne dabei dich zu verausgaben, das auch schön nebenbei ein passives Einkommen aufbauen kannst. Also bis gleich im neuen Video.